Scheiße Wecker, Alter. Was riecht denn hier so? Oh shit! Ich bin heute Morgen aufgewacht, Mann, und irgendwas war anders, wenn ich's genauer betrachte. Ich glaube, der Gestank war's. Mein Körper roch nicht mehr nach meinem Körper, sondern eher nach dem von einem fiesen, fetten Pförtner. Ich fühlte mich wie in der Verwandlung von Kafka. Ich bekam Insektenbein und ein Stachel an meinem After. Und ich dachte, ih, Mann, das ist ja widerlich. Soll ich zum Spiegel gehen? Oder lieber nicht? Ach, was soll's? Ich ging hin, um mich anzusehen. Und mein Anblick war gar nicht so unangenehm. Ich sah nicht aus wie ein Monster, sondern wie eine süße Biene. Und das coolste Mann, ey, auf meinem Rücken hatte ich Flügel. Und ich dachte mir, wow, fliegen wollte ich doch schon immer. Also flog ich erstmal eine kleine Runde durch mein Zimmer. Ich flog Loopings senkrecht und parallel und dachte mir, wow, das muss ich alles Dark erstmal erzählen. Ich bin eine Biene. Eine Biene, eine Biene, oho, vielleicht sogar die Königin von ihnen. Und ich fühlte mich so fit, ich brachte ihm als Geschenk etwas Blütenstaub mit. Ja, ich landete sanft und mit viel Gespür und klopfte bei Dark im Hausflur an der Tür. Oh shit! Jo, Tiefschlafphase, plötzlich klopft's an der Front und der Klick-Klack-Rhythmus kommt mir seltsam gekonnt vor. Das kann nur einer sein, kleinen Moment erscheinen. Ich hüpf nur kurz aus dem Bett, schon verschätzt und spring 1, 2, 3, 4 Meter versetzt durch das Fenster und hätte mich fast verletzt, liegt neben Vincent. Und er ist entsetzt und sagt: Ey, krass, Alter, hast du mal in den Spiegel geguckt? kein Schlüpfer, grüne Facette, du bist ein Grashüpfer, Mann. Ein Grashüpfer. Mann, ja, Mann, ich weiß doch, Mann, aber das Schlimmste sind die Augen, Mann, der visuelle Schock, die Augen, Mann. Die Facettenaugenoptik macht mich richtig wuschig, aber laufen muss ich nicht, nur springen muss ich. Der Sound meiner Sprache ist so freakig alien, die Haut so eine Sache, green und freakig alien. Meine Schenkel sind fett und hinterm Kopf und ich hab fette Antennen am Hinterkopf und sag, boink, boink, bin der Grashüpfer, Grashüpfer, ah. Vielleicht sogar ein Grashüpfer. Ich bin der Grashüpfer, Grashüpfer. Grashüpfer. Grashüpfer, Grashüpfer. Grashüpfer, Grashüpfer. Grashüpfer, Grashüpfer. Vielleicht sogar ein krass, krass Hübscher. Ey, krass, Mann, Dark, ich glaub, ich spinne. Du bist ein Grashüpfer und ich ne schicke Biene. Wie kann denn sowas sein? Ich mein, das ist doch nicht normal. Ist das Vorherbestimmung oder eher ein Zufall? Oder wurden wir etwa für unsere Sünden bestraft? Nee, Mann, eigentlich waren wir doch immer brav. Ja, Dark, stimmt, ist ja auch egal. Ich mein, warum wir so sind, ist ja eigentlich trivial. Ja, ist klar, Vincent, aber was machen wir denn jetzt? Ey, weißt du was? Wir schreiben über den Tag einfach einen Text. Ja, genau. Und dann machen wir einfach ein Lied da draus, an dem wir am Ende... Genau. Am Ende machen wir so eine Passage, wo wir dann so labern und dann sagen wir, dass wir daraus ein Lied machen. Wir machen ein Lied daraus. Ey, Doug, ich hab ein Déjà-vu. Ich hab auch ein ganz kleines Déjà-vu. Ich hab ein Déjà-vu. Ich hab auch eins. Sag nochmal, ich hab auch ein ganz kleines Déjà-vu. Ein ganz kleines Déjà-vu.